Alles, was wir jetzt sagen, wird auch aufgezeichnet. Und benutzt. Natürlich. Gegen uns vielleicht auch. Vielleicht. Irina von Bentheim steht schon früh vor der Kamera. An der Seite von Heinz Erhardt, Heinz Rühmann oder Peter Alexander dreht sie in den 70er Jahren zahlreiche Filme. Später tritt sie in die Fußstapfen ihrer Eltern, die Journalisten in Berlin sind. Jahrelang moderiert sie unter anderem bei RIAS 2 und synchronisiert Filme und Serien. Als deutsche Stimme von Sarah Jessica Parker, Naomi Watts und Robin Wright ist sie fraglos eine der bekanntesten deutschen Synchronstimmen. Doch damit nicht genug, heute führt sie Synchronregie, coacht Nachwuchstalente und hat mit Hörbar Weiblich einen eigenen Hörbuchverlag. Schön, dass du da bist. Ja, wenn man das alles hört, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ne? Ja, aber schön. Ich freue mich aber auch, dass ich hier bin. Du hast mit Heinche auch gedreht, den habe ich jetzt ausgelassen. Wie war denn das? Warum hast du den eigentlich ausgelassen? Ich habe ihn geliebt. Ja? Nein, aber ich hab nicht mich getraut, das zuzugeben, weil in meinem Freundeskreis, da haben sie alle Schlager der Woche gehört und haben da natürlich, weiß ich, wer da alles angesagt war. Es waren natürlich auch Deutsche dabei, Peggy March und Manuela und so eine Leute, aber auch schon englischsprachige Künstler, David Cassidy zum Beispiel und so. Und ich habe heimlich immer Heinche geliebt und ich hatte auch eine Platte und habe mir die rauf und runter angeguckt, wollte ihn auch heiraten. Er wollte nicht? Also es war folgendermaßen, ich wollte ja Peter Alexander auch heiraten, ich konnte mich nicht so recht entscheiden. Und dann hatte ich die große Freude, dass ich sowohl mit Peter Alexander arbeiten durfte, als auch mit Heinche. Wobei ich mir bei Heinche mehr Chancen ausgerechnet habe, ehrlicherweise, weil Peter Alexander war ja schon verheiratet. Und die hat auch sehr auf ihn aufgepasst, seine Frau. Na jedenfalls war dann der Dreh, ich weiß gar nicht, ob es vor oder nach Peter Alexander war. Auf alle Fälle war ich ziemlich, hatte glaube ich, war nur ein Drehtag mit Heinche. Und ich erinnere mich, war sehr aufgeregt und habe gedacht, boah, und jetzt mein großer Schwarm und wie toll und auch wenn der singt und so. Und dann war er einfach nur ein, irgendein Bengel, weißt, also irgendein Bengel, der auch überhaupt nicht charmant war und auch nicht nett war und ja, einfach nur so ein Junge eben und nicht mein großes Idol. Das war ein bisschen enttäuschend. Das war meine erste große Enttäuschung. Im Leben. Ich dachte, wir erzählen jetzt über schöne Sachen. Und Peter Alexander war schon verheiratet, kannst du dir das vorstellen? Oh mein Gott. Ja. Und ich war 7. Und wie alt war Heinche? Das muss doch zu seinem Höhepunkt gewesen sein. Es muss vor seinem Stimmbruch gewesen sein. Wie alt kann der gewesen sein? Hat 10, der noch 12? Nein. Na eben, wie denn? Ach so. Der hat mich ja völlig ignoriert. Okay, Heinche, falls du das siehst, du hast was gut zu machen. Macht Kai Pflaume noch diese Sendung bei Sat.1? Ich weiß nicht. Also Kontakt hast du nicht mehr, das bin ich mich gefragt worden. Als ich gesagt habe, Irina von Bentheim kommt, da hat jemand gesagt, hat die noch Kontakt zu Heinche? Ist es auch ein verkappter Heinche-Fan gewesen? Das würde ich an dieser Stelle nicht sagen, weil sonst wäre Matthias relativ sauer, dass ich seinen Namen in der Öffentlichkeit sage. Oh, oh. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir mal von Heinche wieder mal ein paar Sachen angehört. Ich meine, der konnte wirklich toll singen. Jetzt mal gar. Und dieses Mama, was der da rausgebrüllt hat, der hatte schon eine tolle Stimme. Vielleicht war ich zu alt, als ich das geguckt habe. Du Gut, warst doch noch gar nicht auf der Welt. Nächstes Thema. Ach, später. Ach, verstehe. Später, die Wiederholungen. Ah, okay. Meine Tochter sagte neulich zu mir, das mochte ich sehr, Papa, in den 90ern, als du diese Knight Rider-Serien gesehen hast, waren die schon in Farbe? Du, mein Mann, der ist immer ganz schockiert, wenn ich Schwarz-Weiß-Filme gucken möchte und die ganz toll finde. So, weißt du, so Heinz-Rühmann-Filme. Aber das hat doch total was. Finde ich wenn auch. Der Vater und mit dem guckt Sohn mich, er guckt mich immer an und denkt, ich habe sie nicht alle. Er kann damit, und wenn dann mal ein Schwarz-Weiß-Film irgendwo ist, dann sagt er, ach Mensch, wie hättest du dir mal gesehen, der hätte dir bestimmt gefallen. Wahrscheinlich nur, weil er in Schwarz-Weiß war. Aber genau, ich liebe das, weil die Fahrten sind lange, man hat das Gefühl, die haben sich noch was überlegt. Ja, auch die Edgar-Wallace-Filme und so. Aber das ist mir zu spannend. Viele können das nicht heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen. Apropos, wie bereitest du dich denn, also ich meine, heute ist es ja so, dass vor allem amerikanische Filme häufig auf den Markt kommen und du leihst den Leuten die Stimme. Wie bereitest du dich dann vor? Ich habe mich gefragt, sitzt du denn morgens da und trinkst dann einen Tee und sagst, ach so, so bereitest du dich vor? Ich sitze dann so am Steuer. Also das ist mehr die Vorbereitung. Oder dass du richtig sauber sprechen kannst. Auf die Hand sprechen ist immer sehr gut. Also das ist ganz wichtig. Das war mir früher nie so klar. Ich habe früher aber auch wirklich jeden Tag 10 Stunden gesprochen. Also professionell gesprochen und privat auch noch.
keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Da war, bist du natürlich schön drin. Wenn du aber jetzt mal länger draußen bist, dann merkst du, das ist ja ein Instrument. Das ist ja auch, das muss ja trainiert werden. Das heißt, ja auch, das ich aber auch technisch die Zunge vor. Und alle. Ja. Ah, also dachte, immer eher technisch als inhaltlich, weil die Filme, die ich synchronisiere, kenne ich ja meistens gar nicht vorher. Ich kriege selten mal was vorher zur Ansicht. Also wenn, dann gibt es mal so Vorführungen bei den Firmen, weil es ja heute auch alles solche Sicherheitsvorkehrungen sind, dass du gar nicht was rauskriegst. Früher hast du mal eine DVD gekriegt, das kriegst du heute gar nicht mehr. Und ja, das heißt, wie soll ich mich darauf vorbereiten? Also ich kann mich eigentlich nur so vorbereiten, dass ich schön atme, dass ich vorher nicht die Nacht durchsumpfe, dass ich vorher keinen Rotwein trinke, also auch den Abend vorher nicht, weil das den Mund trocken macht, dass ich gucke, was ich morgens auch esse, damit nicht mein Magen die ganze Zeit rumort. Also es sind wirklich eher so technische Geschichten. Und dass ich mich ja, dass ich irgendwie entspannt und gut drauf bin. Also das ist viel wichtiger als alles andere. Weil was ich mich gefragt habe, Robin Wright, also Claire aus House of Cards oder Carrie aus Sex and the City, die klingen ja, also du leistest ihnen die Stimme und sie klingen so unterschiedlich. Also ich meine, ja, unterschiedliche Frauen. Ja, was meinst du, was ich alles spreche, was du vielleicht gar nicht weißt? Ja, ich habe, das ist auch ein weiterer Punkt überhaupt auf Horrorfilme. Sowas habe ich auch gesehen, ne? Hast du auch gemacht mal? The Ring mit Naomi Watts. Da konnte ich selbst nicht hingucken. Ja, wie machst du das denn? Sitzt man denn da und lässt sich das dann vom Synchronkater beschreiben? Was passiert denn da gerade? Nein, du guckst ja auf den Mund. Also es ist ja technisch, der ganze Film ist ja in winzig kleine Teile zerstückelt. Das heißt, und viele Action-Sachen, die siehst du auch gar nicht, weil das wird alles im Original gelassen. Du hast ja immer internationale Bänder und da sind dann Laute und Effekte und so drauf. Da musst du dann gar nicht unbedingt synchronisieren. Der schlimmste Film, den ich jemals synchronisiert habe, war Funny Games von Haneke. Und zwar war das ein Remake, das ist schon mal in Deutschland verfilmt worden. Und das ist dann adaptiert worden nach Amerika, die ganze Geschichte. Und da hat Naomi Watts die weibliche Hauptrolle gesprochen. Das ist ein so bösartiger, so schlimmer Film. Da haben wir auch tatsächlich im Team vorher erstmal zusammengesessen und mussten darüber reden, weil dieser Film so einen so berührt. Der fängt so ganz, wir sind im Urlaub, tralala an. Und dann wird das so grausam. Also es ist so viel menschliche Grausamkeit da drin. Da haben wir tatsächlich gesessen und haben auch gefragt, muss man eigentlich solche Filme machen und warum? Und das ging mir echt an die Nieren. Ansonsten, aber wie macht man das dann bist technisch? Du bist ja Profi. Also das heißt, du guckst ja wirklich nur einen winzig kleinen Teil. Das Messer Teil. An der Kehle und dann. Und manchmal musst du dann eben auch schreien und wenn du stirbst, musst du, ja, aber das gehört dazu, ne? Okay. Es ist ja nicht real. Und ich meine, wenn man das jetzt seit fast 50 Jahren macht, dann ist ja auch Routine dabei. Ob ich schreie, ob ich weine, ob ich lache, das ist ja nicht alles echtes Gefühl. Das ist ja auch ganz viel hergestellt. Und weil ich finde, besonders bei Claire und Carrie, dass sie so unterschiedlich sind. Hörst du dir das vorher an? Also wie du gehst. Natürlich. Doof gesprochen, äffst du die danach, kann man das so sagen? Naja, also wir sind keine Papageien. Nee, das nicht. Was übrigens auch ein sehr interessanter Aspekt ist, weil heutzutage haben ja auch viele den amerikanischen Duktus schon und die amerikanische Melodie übernommen in die deutsche Sprache rein. Was ich ganz schlimm finde und wo wir ganz doll aufpassen müssen, weil gar keiner mehr einen Satz gerade ausspricht, sondern immer nur, ich bin Schauspielerin. Also ja, keiner hat mal irgendwie was geradeaus. Und weil wenn die Amis fragen oder es wie eine Frage klingt, ist es bei uns nicht unbedingt eine. Und naja, gut, das sind so Details. Aber ich effe nicht nach, sondern ich höre mir an, was die Frau macht. Und dann versuche ich, in die Figur reinzukriechen. Ich komme nicht mit meiner Stimme und deckel die da drauf, sondern ich gehe in die Figur rein und fülle sie aus. Und das können sich viele gar nicht vorstellen. Viele haben ja auch, nachdem ich Sarah Jessica Parker in Sex and the City synchronisiert habe, gedacht, ich könnte gar nichts anderes mehr. Und dann bin ich nur noch auf ähnliche Rollen oder auf irgendwelche lila Pudel oder so besetzt worden. Und man dachte, ach, wenn die Stimme da auftaucht. Für mich ist es deswegen auch so besonders erfreulich, dass auch Kollegen mich ansprechen und sagen, ey, ich erkenne dich da gar nicht. Oder ich wusste gar nicht, dass du die sprichst. Dabei spreche ich die schon seit Forrest Gump, die Robin Wright. Ich habe die in vielen Filmen gesprochen.
Aber ich meine, das machen wir alle in unserer Branche. Wir sprechen ja alle unterschiedliche Charaktere. Und du glaubst es nicht, wenn du wirklich auch mal die Augen schließt und wirklich nur die Stimme hörst und nicht an den Körper und an den Menschen denkst und nicht, ob der Blonde lange Haare hat oder kurze und danach besetzt, das passiert auch oft, ne? Dann wirst du staunen, wie du Stimmen einsetzen kannst. Also ich bin auch zum Beispiel mal auf eine, da war ich noch sehr dünn, bin ich mal auf eine richtig dicke Frau besetzt worden. Da hat der Tonmeister gesagt, also nee, zum Regisseur, das geht nicht, das kann Irina nicht sprechen, wie soll denn das gehen? Und dann sagt der Regisseur, natürlich kann sie das sprechen. Und gut, dann habe ich so ein bisschen, ne, du kannst dann so ein bisschen die Schultern hochziehen und das hat wunderbar funktioniert. Ja, das geht alles. Ich kann auch sehr alte, ich habe auch schon Omas inzwischen gesprochen, das ging dann auch. Also, und genauso noch ganz junge Frauen, also ob schwarz oder asiatisch oder es geht alles. Du hast gerade selber gesagt, dass es sozusagen nach Sex and the City wie einen Cut gab im Grunde, dass Leute Scheu hatten, dich auf bestimmte Rollen zu besetzen. Scheu ist ja ein hübsches Wort. Oder? Ist doch so, dass die Leute sagen, oh, ich weiß nicht, ob sie das kann oder... Nein, das dann kam immer das Argument, auch deine Stimme ist zu prominent. Und da durfte ich auch bei ProSiebenSat.1 keine andere Serie mehr sprechen. Okay, das müssen wir nicht verstehen, aber im Grunde gibt es das ja auch häufiger, dass Verhalten von amerikanischen Schauspielern auch Auswirkungen auf eure Jobs hat. Also auf deine Kollegen, jetzt das aktuelle Beispiel House of Cards zum Beispiel. Kevin Spacey. Ja, da müsstest du mal Till Hagen fragen, wie das eigentlich für ihn ist, weil der ist ja die deutsche Stimme und ein ganz toller Kollege. Wie der das so hinnimmt, weiß ich auch nicht. Also ich meine, er macht ja auch andere Sachen, er macht ganz viel, aber das ist schon ein Einschnitt. Und als ich hörte, dass das aufhören soll, war ich auch erstmal so, ach, dachte, schade. Ich meine, dass irgendwann mal irgendwas zu Ende ist, ist klar. Aber jetzt machen sie ja noch eine Kurzstaffel und da bin ich mal gespannt. Da wird ja dann Robin Wright im Mittelpunkt stehen. Also die stand jetzt sowieso schon sehr gut im Mittelpunkt. Also ich hätte das toll gefunden, wenn Kevin Spacey hätte weitermachen können. Das ist aber jetzt so ein Thema für sich. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung, die aber auch so ein bisschen ambivalent ist. Weil wenn ich es mal ganz kurz machen kann, ich komme natürlich aus einer Generation, wo natürlich Männer mit mir ins Bett wollten, als ich jung und knackig war, was ich aber normal fand. Ja, und egal wie alt oder wie jung ich war, auch als ich noch nicht volljährig war oder auch als ich noch nicht 16 war. Allerdings ist es natürlich etwas Positives, wenn heutzutage die Männer angehalten sind, sich besser zu benehmen. Und wenn das dazu führt, diese ganze Diskussion, dann ist es ja gut auch für die Frauen, ne? Weil es ist schon unangenehm, oft so belästigt zu werden. Was Kevin Spacey jetzt angeht, also ich meine, er hat ja niemanden vergewaltigt. Ja, er hat natürlich, der ist jung gewesen, 14-Jähriger. Aber ob das jetzt ein Grund, da weiß ich nicht. Also ich muss sagen, mir tut Kevin Spacey schon irgendwo leid. Ja, vor allen Dingen ist er ein großartiger Künstler. Und ich glaube, es gibt ganz viele große Künstler, die Arschlöcher sind. Ganz viele und die trotzdem toll sind. Ich meine, denk mal, was Kinski sich alles in seinem Leben geleistet hat. Aber bei dem habe ich zum Beispiel das Gefühl, der ist mittlerweile nur bekannt, weil er diese Ausbrüche hat und die immer wieder gezeigt hat. Nein, der war auch toll. Komm, der war toll. Ich kann mich nur an Ausbrüche erinnern, nicht an die Filme. Wir können ja das einfach mal zur Aussage. Genau, schreibt einfach in die Kommentare, wo ihr Kinski kennt, ob aus der NDR Talkshow oder aus einem Film. Eine andere Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner Sprung. Rufen dich, also von dem etwas schwergewichtigeren Thema, sprechen dich denn Leute an und sagen, du, Irina, du hast doch jetzt bestimmt schon die aktuellste Folge so in Ausstellung. Wie geht's denn weiter? Nee. Nein? Keiner von dir wissen im Vorfeld? Nee, wer will sich denn, also ganz umgekehrt, ich habe mal irgendwas gepostet. Ich habe mal, ich weiß nicht, nach der wievielten Staffel von House of Cards habe ich ein Interview gegeben. Und das ist ja so, das war mir auch gar nicht so klar, dass viele ja die Staffeln nicht gleich auf Sky sehen, sondern dann irgendwann erst auf Netflix, wenn die da sind. Und das war mir nicht so klar. Und das war ja schon alles, lief ja alles schon. Und da habe ich darüber geredet und habe vergessen, Spoiler dazu zu schreiben und wurde dann gleich gerüffelt, weil ich nicht Spoiler dazu geschrieben habe, weil viele noch
mitten in der, weiß ich, wievielten Staffel waren. Also es ist eher wirklich umgekehrt, dass sie nicht wissen wollen, wie es weitergeht. Und außerdem wissen sie ja auch, dass ich das nicht sagen würde. Ich bin dann kein Spaßverderber. Ich finde nichts schlimmer. Wirklich, geh mit mir ins Kino und sag mir, wie es ausgeht. Und ich werde nie wieder mit dir sprechen. Ich finde es schrecklich. Sprechen sind wir auch wieder beim guten Thema. Und zwar, gibt es denn Worte, die besonders schwierig zu synchronisieren sind, beziehungsweise die dir selber schwerfallen? Das Schlimmste ist schließlich. Also ich kenne Kollegen, die sich weigern, schließlich zu sprechen. Und es gibt Texte, vor allen Dingen auch in Hörbüchern gibt es das oft. Jetzt in Sprechtexten, da sind ja schon oft Leute am Werk, die sich da ein bisschen auskennen. Und das schließlich, obwohl es schließlich ist ein schönes Wort. Aber schließlich sauber zu sprechen, vor allen Dingen in einer Schnelligkeit und dann noch in einer Kombination, schließlich sollst du, weiß ich was, das ist furchtbar. Und man kann da immer noch was machen, das ist ja ganz toll. Du kannst ja heutzutage, kannst du das ja dir angucken, ne, auf Pro Tools. Und dann kannst du ganz genau gucken, wo die Spuckerisse sind und wo kannst du das ja auch noch putzen und kannst noch durch irgendwelche Dinger da jagen, damit das sauberer klingt. Aber schließlich ist ein furchtbares Wort. Ich hätte eher gedacht, so Eigennamen oder Orte. Es gibt auch Kombinationen. Was ganz schwierig ist, ist natürlich auch oft, wenn du in einem deutschen Text lauter englische Namen hast, weil du dann dich automatisch irgendwo verhaspelst. Du hast dann irgendwas, Herr Smith geht die Straße. Also da passiert es schon, dass du Herr Smith geht die Straße oder das ist schwierig. Ich habe zum Beispiel mal ein ganz schwieriges Hörbuch gesprochen, was ich ganz toll so las. Als ich es dann vorlesen musste, habe ich gedacht, warum haben die alle so, die hatten so schreckliche Namen, die mussten alle auf Englisch ausgesprochen werden, obwohl das Einwanderer aus der ganzen Welt waren, aus Spanien, aus Polen und ich weiß nicht wo. Und diese Namen mussten alle Englisch ausgesprochen werden, das war furchtbar. Und was machst du dann? Also, na, man kämpft wieder, sich durch. Ja? Immer wieder neu ansetzen. Okay, das heißt, dann kam so ein Take. Ich habe doppelt so lang für das Buch gebraucht als geplant, weil das war überhaupt gar nicht sprechbar. Es gibt Texte, die liest du so locker durch, aber wenn du sie vorlesen musst, dann sind es Schachtelsätze, dann sind es Wortkombinationen. Die Bücher werden ja nicht zum Sprechen geschrieben, die werden ja zum Lesen geschrieben. Und das kann dich echt ganz schön viel Nerven kosten. Wie entspannst du dich denn, wenn alles so ein bisschen schwierig ist, nervt oder viele Serien hintereinander waren? Du machst Synchronregie, coacht Leute. Was machst du, um zu entspannen? Als Ausgleich mache ich Yoga. Okay. Viel in Verbindung mit Atmen. Also mein Yoga hat sich völlig gewandelt, auch durch diesen ganzen Stress. Es ist viel ruhiger geworden und ist viel meditativer geworden. Und die Übungen sind auch nicht mehr, ich mache nicht mehr Power-Yoga, so waff, waff, sondern es ist wirklich alles ein bisschen ruhiger und zum Runterkommen. Und und also Sport ist sowieso wichtig, also Joggen, EMS-Training mache ich ziemlich viel. Ist das nicht voll gefährlich mit dem Strom? Nö. Nee. Es prickelt nett. Echt? Und es ist effektiv. Und du kannst in 20 Minuten bist du wieder raus. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt Angst, ich platze, wenn die mich da anschließen. So mit dem Strom und der Feuchtigkeit auf der Klamotte, dass es einfach Peng macht und weg ist er. Nein, es prickelt. Hm? Okay. Und die Muskeln werden stimuliert und du merkst, also du bist auch tatsächlich, wie sagt man, also der Körper reagiert, ne? Du merkst, dass die Muskeln besser ausgebildet sind. Das bringt was. Vor allen Dingen für Leute, die... Man trainiert dabei, man kriegt nicht nur das Elektrozeug. Also da, wo ich hingehe, bei Fitbox. Ich glaube, es ist in Zehlendorf. Unter anderem auch in Zehlendorf, es ist in mehreren Teilen in Berlin. Da sind Trainer. Das heißt, du kriegst Übungen, du kannst sagen, heute will ich nur Bauch oder heute will ich Rücken und Po oder... Und dann machen sie die Übungen. Und du bist immer unter Beobachtung. Das lässt du dich da anschreien? Also wie manche Leute brauchen ja beim Sport so Leute, die dann sagen, schneller! Nee? Nee, brauche ich nicht. Nee, ich mache das. Okay. Ich mache das gern. Und, das finde ich auch voll wichtig, du bist ja mit dem Fahrrad ganz oft unterwegs in Deutschland gewesen, an der Ostsee. Ja, habe ich aber, muss ich ehrlich gestehen, jetzt ein Jahr ausgesetzt. Wollte ich machen, ja. Ich fahre auch öfter mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Fahrradfahren ist, also 10 Kilometer dann, Fahrradfahren ist überhaupt das Tollste, ja. Ich war ganz viel unterwegs, auch alleine vor allem unterwegs. Und dann so weiß ich ein paar Tage an der Elbe entlang oder von Prag Richtung Magdeburg oder hier an der Ostsee entlang und Rügen umrundet und so. Also das, oder durch den Spreewald.
Einfach losfahren, eine Satteltasche, schönes Wetter brauchst du. Und dann brauchst du ja auch kaum Klamotten, ein Shirt zum Wechseln. Und aber dann, schläfst du denn im Zelt oder in Pension? Nee, das alleine traue ich mich das nee. Nicht. Nee, du musst, und das ist immer die Aufgabe, ne? Dass du dann eine Unterkunft suchst. Und wo du dann auch rechtzeitig, bevor es dunkel ist, ankommst. Das ist sehr spannend. Bisher habe ich es immer gut hingekriegt. Aber ich habe dann auch natürlich so, es gibt ja so extra Fahrradkarten, wo dann auch Unterkünfte drinstehen. Also da ist geht man nicht verloren? Nein. Okay. Nein. Also manchmal dachte ich schon, wenn ich dann im Wald mal gestürzt bin und da war keiner, dann dachte ich schon, ui. Oder wenn du eine Panne hast und du bist irgendwo in der Walachei und ich habe natürlich kein Werkzeug dabei, aber was soll ich damit anfangen? Weißt du, ich kann doch nicht mal einen Reifen, glaube ich. Ich rufe auch mal meinen Bruder an. Ja. Naja, es kann ja, wenn du irgendwo im Wald bist, ist es schwierig. Also ist mir auch schon passiert, aber irgendwie... Und dann schiebst du... Ja, dann schiebe ich und dann plötzlich schiebe ich an irgendeinem Garten vorbei und dann steht da einer und dann sage ich, sagen Sie, ich habe ein Problem. Und dann hat der komischerweise auch gerade irgendwie noch ein Teil. Ach, da habe ich was. Und dann ist irgendwo eine Werkstatt, irgendwo in irgendeinem Dorf ist ja auch irgendwas. Und dann, ja, und dann geht es immer irgendwie. Also finde ich sehr spannend. Und schön, ja. Fahrradfahren ist das Schönste. Wenn du mit dem Rad unterwegs bist, hast du ja bestimmt ab und zu auch Hunger. Und wir sind ja bei Kebel Living hier in Lichterfelde zu Gast. Und die haben ein ganz tolles Dattel-Mango-Chutney. Magst du Chutneys? Ja, natürlich. Ja? Und ich kenne Kebe auch. Ich habe schon mal können in meinem Bio-Supermarkt habe ich schon mal von denen was gekauft. Und gekostet auch vor allem. Es ist sehr lecker. Ich liebe Chutneys. Du warst doch auch in Indien, oder? Ich war viel in Indien. Und wenn ich jetzt einen vollen Mund habe, ist es dir egal? Mir ist es voll egal. Du kannst ja ein bisschen sprechen. Genau. Ich könnte jetzt erzählen, was alles drin ist, aber das kann man sich auf der Seite ja selber... Dattel Mango. Ja. Gut. Ich beiß gleich ab. Ich habe nämlich... Guck mal, wie bescheiden du bist. Ich habe mir gleich einen ganzen Löffel auf ein ganz kleines Eckchen gemacht. Ja, so muss das sein. Ich probiere auch mal. Sehr, sehr lecker. Mango sind Verführer, ja. Mango und Datteln. Sehr lecker. Ich finde ein bisschen schwierig, wenn adipöse Personen essen vor laufender Kamera. Sieht immer so aus, als ob sie was erzählen, aber es kommt nichts raus. Wir sind fast am Ende und wollten noch ganz kurz auch dein aktuelles Hörbuch einmal zeigen. Ah, das ist wirklich lustig. Worum geht's? Obwohl, kein Spoiler. Es ist skurril. Was ist es? Es ist eine skurrile skandinavische Geschichte, die spielt in Stockholm und handelt von einer Frau, die in einem Supermarkt hinter der Fleischtheke arbeitet. Ich als Vegetarier. Ja, war wunderbar. Und es geht da um einen riesigen Coup, den die dann planen. Ich will gar nicht so viel sagen, aber es ist skurril. Okay, es heißt, Caroline hat einen Plan. Caroline hat einen Plan. Und es ist wirklich, also es hat mir so viel Freude gemacht, dass diese Geschichte zu lesen, das ging auch wie Butter. Das war, wie lange brauchst du für so ein Hörbuch? Ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Tage habe ich da. Das sind, glaube ich, 4 CDs. Singst du auch? Ich singe auch, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Also okay. Ich habe auch Gesangsunterricht gehabt. Soll ich jetzt was singen? Nee, ne? Nee, aber dann, danke. Falls Heinche, ja, dann nochmal was gut machen möchte, soll er sich bei dir melden. Und könnt ihr zusammen was singen? Nee, ich finde den heute nicht mehr so toll. Also. Schade. Wir haben auch eine Rubrik, die heißt Die fiesen Fragen. Und da geht es. Oh nee, ich wusste, dass sowas kommt. Wir sind am Ende. Jetzt. Wir sind am Ende, ja. Ich bräuchte das eine Zahl. Das war's dann. Ich bräuchte eine Zahl zwischen 1 und 40. Und dann gucken wir, was passiert. 7. Die 7. Oh Gott. Die 7. Irgendeine Aufgabe, aber nicht bitte. Nee, keine Aufgabe. Willst du nicht eine andere Zahl sagen? Gut, zu spät. Ist es so schlimm? Naja, lässt sich einfach beantworten. Ich hätte gern etwas Anspruchsvolleres gehabt. Was würden Sie machen, wenn Sie bei einem Konzert dringend aufs Klo müssten und die Toilette völlig verdreckt ist? Passiert doch ständig. Und komischerweise passiert das eher sogar in Deutschland inzwischen als in anderen Ländern. Ich finde, die Klos in Deutschland sind sowas von runtergeranzt, wenn du es vergleichst mit Spanien oder so.
Oder auch selbst in Griechenland sind die Klos ja, die waren ja früher ganz schlimm. Also da ich immer eine schwache Blase habe, ist es immer ein Thema. Und es gibt, glaube ich, keine Toilette, die ich nicht kenne an irgendeinem Veranstaltungsort. Also was willst du denn machen? Ich meine, ich setze mich da nicht drauf, ne? Okay. Also wenn das reicht als Antwort? Absolut. Es hätte auch ein, ich weiß nicht, gereicht. Aber ich habe auch, ich gehe auch gerne im Busch irgendwo, schnell mal. Gut. Ich bin da sehr routiniert. Da könnte ich übrigens, da könnte ich Geschichten erzählen, was ich in meinem Leben für Toiletten erlebt habe oder Toilettenhäuschen oder weißt du, irgendwo in einer indischen Familie, die in irgendeiner Blechhütte wohnten und du musst unbedingt und du kannst aber nicht irgendwo gehen, weil lauter tausend Augen und dann bist du in so einem Blechverschlag und du siehst gar nichts und du weißt auch nicht, was da ist und frag nicht, wie es riecht und oben gucken die Kinder rein und tuscheln und... Also da habe ich schon Sachen erlebt, ja. Die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, hübsche Idee. Das wäre ganz schön. Und ich bedanke mich, dass du da warst. Das war ganz toll. Vielen Dank. Und erstaunlich, ja. Ich fand es auch nett. Und jetzt können wir was essen noch. Na, absolut, ja. Absolut. Danke. Ja, vielen. Ich habe zu danken. Jim, es war wunderbar. Ja.